Na komm, Teddy. Hier kannst du nicht liegen bleiben. Ich bring dich zurück zu deinem Besitzer. Lieber nicht. Die Familie heißt Oswald, und ich meine mich daran zu erinnern, dass der Mann seine Frau Debbie nannte. Das sieht wirklich übel aus. Die Cops kennen kein Pardon. Das ist schon die Wohnzimmertür. Ich kann da nicht einfach so hereinspazieren. Mrs. Oswald? Hier ist Ihr Nachbar, Peter Wright. Es tut sich nichts. Hoffentlich sind die beiden wohl auf. Okay, ich muss fragen, ob da drüben alles in Ordnung ist. Wo ist mein Messenger? Die Nasszelle. Mr. Greenberg hätte mir ruhig sagen können, dass keine Badewanne drin ist. Meine Küche. Naja, es ist eigentlich eher eine Luxus-Kochnische, die typische Single-Ausstattung. Ich habe noch kein einziges Mal darin gekocht. Nein, dafür habe ich jetzt wirklich keinen Kopf. Mein Messenger. Das neueste Modell. Bill ist mächtig neidisch. Puh, ich dachte schon, ich hätte ihn verloren. Naja, für einen allein reicht es. Ich kann jetzt noch nicht schlafen. Tolles Programm wieder mal. Ich könnte ihn ausschalten, aber dann ist es so verdammt still. Diese Flasche noch, dann ist Schluss. Verdammtes Zeug. Peter? Sind Sie noch da? Peter? Ja, ich bin da, wieder da. Na, ich dachte schon. Was war denn los? Ich weiß nicht genau, die Polizei war eben da. Bei Ihnen? Nein, bei meinen Nachbarn. Was ist passiert? War die Musik zu laut?
Danach sah das nicht aus. Es waren mindestens 6 Cops in voller Montur. Ein Spezialkommando. Sie haben die Tür gesprengt und einen Mann verhaftet. Wie aufregend. Vielleicht haben Sie neben einem Schwerverbrecher gewohnt. Da war auch eine Frau und ein Junge. Es war ziemlich brutal. Sie kennen die Familie? Kaum. Ich habe sie nur ein paar Mal im Aufzug. Sie braucht keinen Strom, ist immer lesbar und kann ruhig mal nass werden. Der Teddy des Jungen, ein echtes Lieblingskuscheltier, mehrfach genäht. Sicher vermisst ihr ihn schon. Mein Zippo, das braucht man einfach immer. Es ist genug Benzin drin. Guten Tag. Hier ist das Messenger-ID-Nummern-Service-Verzeichnis Region New York City. Ich bin Ihr elektronischer Directory-Agent Elena McBride. Dieser Service ist für 30 Sekunden gebührenfrei und kostet danach nur 1,8 Credits pro angefangener Minute. Was kann ich für Sie tun? Ich brauche die Messenger-Nummer einer Familie Oswald in New York. Tillery Street 352. Bitte spezifizieren Sie Ihre Anfrage. Buchstabieren Sie den Namen der gewünschten Person. O-S-W-A-L-D. Oswald. Ihre Eingabe wird analysiert. Wir haben eine Ihren Angaben entsprechende Person in unserer Datenbank gefunden. Die Messenger-ID wird übertragen. Möchten Sie verbunden werden? Nein, danke. Ich rufe selbst an. Was kann ich noch für Sie tun?
Vielen Dank erstmal. Vielen Dank für die Benutzung unseres Services. Die Gesprächsgebühren werden von Ihrem Messenger-Konto abgebucht. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Hallo? Hallo, Mrs. Oswald. Hier ist Peter Wright. Wer? Peter Wright, Ihr Nachbar. Und? Entschuldigen Sie die Störung, Ma'am. Ich habe gerade den Polizeieinsatz an Ihrer Wohnungstür miterlebt und wollte fragen, ob es Ihnen gut geht. Sind Sie Reporter oder sowas? Oh nein, nein. Ich wollte wirklich nur hören, ob alles in Ordnung ist. Das ist nett, Mr. Wright, aber wir haben im Moment wirklich andere Sorgen. Bitte rufen Sie nicht mehr an. Ich stelle den Messenger ohnehin gleich offline. Bitte verstehen Sie das. Natürlich, ich verstehe das. Entschuldigen Sie die Störung. Da wäre noch etwas. Was denn? Ihr Sohn hat seinen Teddy auf dem Flur verloren und bestimmt möchte er ihn gern wiederhaben. Ich habe ihn hier bei mir. Würden Sie mir nur kurz die Tür öffnen, dann komme ich eben rüber und bringe ihn vorbei. Ich werde nicht lange stören. Den Teddy? Also gut. Einen Moment. Ich schließe ihn kurz auf. Okay, bis gleich. Ah, ich glaube, da kommt sie. Guten Abend. Wie geht es Ihnen? Alles in Ordnung? Es geht schon. Also hier wäre der Teddybär Ihres Sohnes. Scheint noch alles dran zu sein. Danke, Mr. Wright. Hey, Tommy. Sieh mal, Mr. Wright hat einen Bären gefunden. Hi, Tommy. Er ist völlig am Ende. Ja. Er braucht jetzt Ruhe. Ich gehe sofort wieder. Hören Sie, Mrs. Oswald, ich möchte nicht aufdringlich sein, aber was war eben hier los? Kann ich irgendwie helfen? Was hier los war? Sie haben es doch gesehen. Dieses Kommando ist hier hereingestürmt wie die Gestapo. Und Sie haben Graham mitgenommen. Graham? Ihr Mann? Ja, natürlich. Weswegen? Was weiß ich? Graham hat nichts getan, Sie haben keinen Grund genannt. Wir haben keinen Durchsuchungsbefehl gesehen, keinen Haftbefehl, gar nichts. Wir wissen nicht einmal, wo Sie ihn hingebracht haben. Verhaftet ohne Grund? Vielleicht nur eine Verwechslung? Ich habe schon mit der Polizei telefoniert. Die sagen, sie wissen gar nichts von dem Einsatz. Oh Gott, diese Mistkerle. Na, das kann ja nicht sein. Da muss irgendein Irrtum vorliegen. Soll ich eventuell mal beim Police Department vorbeischauen? Vielleicht klärt sich die Sache ganz schnell auf. Sie? Ja. Wissen Sie, ich arbeite für Greenberg und Winter. Sie wissen schon, Telescreen-Kampagnen. Vielleicht bekomme ich mehr Auskünfte. Ich schlage vor, Sie beruhigen sich erst mal ein wenig, kümmern sich um Ihren Sohn. Und ich kläre die Sache mit dem Police Department. Sie werden sehen, bestimmt kommt alles wieder in Ordnung. Ich komme nachher nochmal vorbei und sehe nach Ihnen. Okay? Melden Sie sich lieber auf dem Messenger. Es ist schon spät und Tommy muss auch schlafen. Oder es wenigstens versuchen. Natürlich. Also dann. Guten Tag. Hier ist das Messenger-ID-Nummern-Service-Verzeichnis Region New York City. Was kann ich für Sie tun? Ich brauche die Nummer des New York Police Departments. Ihre Frage wird analysiert. Sie möchten das Police Department erreichen. Die Messenger-ID wird übertragen. Um Notrufe möglichst schnell weitergeben zu können, haben wir eine Direktweiterschaltung an das Police Department eingerichtet. Möchten Sie jetzt verbunden werden? Nein, danke.
Vielen Dank erstmal. Vielen Dank für die Benutzung unseres Services. Die Gesprächsgebühren werden von Ihrem Messenger-Konto abgebucht. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Police Department, New York. Guten Tag, Officer. Hier ist Peter Wright, Tillery Street 352. Ich möchte eine Auskunft einholen. Sir, dies ist die Notrufnummer. Bitte blockieren Sie nicht die Leitung. Ich weiß, Officer, aber es ist sozusagen ein Notfall. Ich möchte wissen, ob Ihr Department vor einigen Stunden einen Einsatz in der Tillery Street hatte, betreffend einem gewissen Graham Oswald. Sie sind kein Verwandter, Sir. Ich sehe es hier in der Datenbank. Ich darf Ihnen keine Auskunft geben. Ich könnte Ihnen höchstens die aktuellsten Zahlen zur offiziellen Statistik nennen, die auch über das Global Net zugänglich ist. Danach hat im Quadranten Brooklyn West 2 seit letzter Woche kein Einsatz mehr stattgefunden. Also auch nicht vor wenigen Stunden? Diese Interpretation überlasse ich Ihnen. Ich darf zu Einzelfällen keine Auskunft geben. Also kein Einsatz in Brooklyn West? So ist es, Sir. Bitte machen Sie jetzt die Leitung frei. Okay, vielen Dank, Officer. Keine Ursache, Sir. Das ist wirklich etwas merkwürdig. Mrs. Oswald, hier ist nochmal Peter Wright. Ich hoffe, ich störe nicht allzu sehr. Ich kann sowieso nicht schlafen. Tommy ist auch noch wach. Haben Sie schon etwas herausgefunden? Nun, es ist wirklich etwas seltsam. Ich habe die Polizei angerufen. Angeblich keine Polizeieinsätze in ganz Brooklyn West in der gesamten letzten Woche. Was soll das heißen? Ich weiß es nicht, Mrs. Oswald. Das ist schon alles ziemlich merkwürdig. Ich werde versuchen, Ihnen zu helfen. Wir werden Ihren Mann finden. Versuchen Sie zu schlafen. Ich werde morgen früh mit Bob vom Kiosk reden. Vielleicht ist dem irgendwas aufgefallen. Gut möglich, dass er noch geöffnet hatte, als das Kommando hier aufgetaucht ist. Ich danke Ihnen, Mr. Wright. Klingeln Sie morgen einfach. Ich bin zu Hause. Gut, dann bis morgen. Machen Sie sich nicht zu viele Gedanken und grüßen Sie Tommy. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich glaube, ich sollte mich jetzt doch mal hinlegen. Es muss schon weit nach zwei sein und morgen Mittag beginnt wieder der Agenturstress. Vielleicht kann ich ja endlich mal schlafen. Wieder eine Nacht ohne Schlaf. Guten Morgen, New York.